to be six, huh? Listen to it. Oh, she deserves so much more than this, but this will do for the Jack. I hear the exhauster rattling, Saint, and we've got the parts for our most sacred upgrade. Let me switch it out, please. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Mad Max. Ich bin Marv und ich habe jetzt hier noch so eine Info-Begegnung, die ich mich offensichtlich noch nicht gekümmert hatte. Dann hat er hier so ein bisschen spät. Was erspäht er denn? Keep an eye on the car. Hey, you're that guy. The warrior they talk about. Him who sawed up Scrotus? Hear me! We have earned the gift of Convoys pass here, give me a moment, Duff. And I will you just aim for the big red one, and you'll be able to down her. Jetzt habe ich nichts verstanden. Schiff. Wie denn hier? Hallo, jemand zu Hause? Also oben ist schon mal nichts. Oh. Das ist ja cool. So, die Ratte will ich nicht essen. Bisschen Schrott. Boah, Leute, was machen die hier mit den... Warum machen die sowas? Toten schaut erstmal eine Hand raus. Na, ich glaube, ich sollte wieder gehen. Bevor die, die hier wohnen, wiederkommen und mich auch verspeisen wollen. Aber vielleicht waren das auch die beiden Freaks, die da draußen jetzt eben gerade so rumeierten. Den nehme ich noch mit. Another foul totem of the infidel hordes. Destroy, destroy, Saint. Ist ja ganz nett, dass ich den Wagen noch zerstören kann, aber so wirklich was bringt, tut das nicht. Nur den großen Schrottanteil oder so hat er ja dann nicht. Siehst du, da war eher ein Tank dabei. Der hat sich selbst umgejagt, das ist richtig. Also den Tank kann er behalten, den hole ich mir da nicht raus. Ich habe eh noch einen. Willst du den nicht? Doch, willst du. So, jetzt hört ihr den Hund schon wieder im Hintergrund. Der will unten ein bisschen spielen mit dem anderen Hund. Sir, Convoy, epic proportions.
So. Forget not the grand Ocho, what sits on the hood. The ornament of great power for us. Will ich mich mal mit denen anlegen, vielleicht? Der ist aber echt schnell, ey. Was war das? Bleib doch mal stehen hier. Tut mir leid, dass das jetzt unten so laut ist, Leute. Ich hoffe, die kriegen sich gleich wieder ein. Wir halten nur an, damit ich was aufsammeln kann. Hat er gerade wieder geschossen? Da habe ich alles Mögliche eingesammelt. Fast 1000 Teile Schrott, also das ist schon sehr gut. Aber der Konvoi ist natürlich weg. Dann setze ich mir jetzt ein anderes Ziel. Und zwar fahre ich zurück zu Jeets Festung. Wo ist sie denn? Hä? Okay. Da. Große leuchtende Dinge in der Mitte. Kann ich da eine Schnellreise hinmachen? That bad to Cracky. If he splurges us all up, I'm coming after you. Mighty fine death run that was. Now please use those skills to kill me some scrotopers. Okay? Okay, okay, ich stress mich aber nicht. Ich kann jetzt was bauen hier. Der da war nur noch ein Arm, das ist doch nicht so viel, ne? So much escape as I just walked out. Max Munitionsgürtel wird automatisch aufgefüllt, wenn er die Festung betritt. Workers don't just walk out. You don't want to go smelly. But I don't care. I'd rather die on my own than in that place. Verstehe ich. Gut. Das haben wir jetzt aufgebaut. Schau mal, was der Typ eigentlich jetzt von uns will. Dann baue ich die Verbesserung für den Jack. Nee, das mache ich zuerst.
take it in. Oh, yap about your growing legend. Ach so, das kann ich ja überall machen. Da war ja was. So, warte mal, habe ich bei Max irgendwas Neues freigeschaltet? Dosenschutz. Ah ne, warte, ich mache erst das Auto, erst das Auto. So, und zwar Erzengel. Karosserie. Was hat das jetzt geändert? Schaufelgesicht? Nicht so viel, ne? Reifenhaftung um 5%, aber sofort. So, dann haben wir Höchstgeschwindigkeit um 20. Babygitter, das habe ich nicht. Okay. Dafür fehlt mir dann noch was. Ups. So, da habe ich jetzt auch den. Pinky Finger. Celestial Bone. Soul Sweeper. Der sieht ja auch cool aus. Killbox. Fighter Spike. Speed Demon. Ja, Wahnsinn, was für geile Autos hier alles noch sind. Okay, so. Kann ich jetzt noch irgendwas Sinnvolles bauen? Was ist denn hier zum Beispiel? Keine Felgen oder Reißerfelgen? Ja, dann bleibe ich doch bei den Reißerfelgen. Warum sagt er denn, die sind neu? So, Stachel bedeckt. Schau ich mal, ob ich noch was an den Reifen drehen kann. Nee, die hat er jetzt auch schon drauf, die neuen. Motormäßig. Großer V6-Motor. Den könnte ich machen. Von der Panzerung. Na, das geht eigentlich ganz gut so. Sniper. Verringert die Nachladezeit. Das ist schon mal sehr gut. Aber den hätte ich gerne auf Level 2. Ja, Pune nehme ich auf jeden Fall. Ach, den nächsten kann ich auch schon machen. Stoßstangenaufsatz. Von der Macht der Harpune wird mir ganz schwindlig. Kann mit Booster eine Harpunenrempler ausführen, wenn sie an die hintere Stoßstange eines Fahrzeugs gehängt wird. Die erhöhte Strapazierfähigkeit ermöglicht es, der Harpune auch stärkere Bauwerke niederzureißen. 600, na gut, die habe ich jetzt nicht. So, dann schaue ich mal, ob ich noch was kann. Hier bei Max vielleicht. Klamottenmäßig geht gar nichts. Hier, Dosenschutz. Wird unsere Dose geschützt. So, was haben wir hier? Verursacht enormen Schaden bei Konter. Das geht gerade nicht mehr. Eine Exekution in Bauch. Ein Ansturm, der Feinde rückwärts stolpern lässt. Da muss ich noch ein bisschen was sammeln, glaube ich. Wir haben alle Makings, alle Pieces. Wir stehen bereit, den Jack jetzt zu beenden. Der finale Touch, wir können und müssen in Dirtgash's Stronghold legen. Na, der sieht immer besser aus, der Wagen. Ja? Also die neuen Felgen gefallen mir sehr gut. Gutgashs Festung ist quasi das nächste Ziel dann. We know how to cook that powder. But we don't have the makings. We got coal. But sulfur? We gotta recon a source for that. And then, something that we can't mine. Salty peat. Gotta farm that. Grows in pissing on corpses. You gotta find sulfur and peat. No. I bring you the prisoner. You get me ammo. That's the deal. Take these! It's all I got. You need more, you get me more sulfur and peat. Asche zu Asche. Jeet benötigt mehr Salpeter und Schwefel, um seine Schießpulverherstellung auszuweiten und den Handel mit Gutgash aufzunehmen. Salpeter enthält man von verrotteten Leichen und Schwefel aus vulkanischen Schloten. Suche und markiere Quellen für beides. Ein Waffenkammerbauprojekt in Gutgashs Festung.
Du hast ja dann seine Munition gegeben. I'll mark anything I find with red flares. Aber die brauchte ich gar nicht. So. Gut, Leute, aber das ist jetzt wieder ein guter Punkt, um zu beenden. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Mad Max mit Marv. Bis dahin, Servus.